Servus und herzlich willkommen zum nächsten Rennwochenende bei der Formel 1 2020 My Team Karriere mit Alibaba Racing. Wir stehen kurz vor dem Grand Prix von Belgien in der zweiten Saison. Und nachdem wir in den letzten Rennen das ein oder andere Desaster hatten und ich auch keine allzu guten Erinnerungen an Belgien im letzten Jahr habe, hoffe ich, dass wir doch jetzt ein bisschen besser durch das Rennen kommen werden. Ich bin aber guter Dinge, so viel Pech und so viel Demotivation kann man gar nicht haben. Ich denke, dieses Mal wird es wieder erfolgreich werden. Allerdings starten wir erstmal mit einer kleinen negativen Nachricht hier in die Rennvorbereitung. Nämlich das letzte Teil der Strapazierfähigkeit, was wir versucht haben zu entwickeln. Hier das letzte Teil von Stufe 2, nämlich hier der Energiespeicher. Da ist zur Abwechslung mal wieder die Entwicklung fehlgeschlagen. Aber nicht so schlimm, wir werden trotzdem hier vergünstigt jetzt das Teil sicher entwickeln und dann schauen wir mal, wofür die Ressourcenpunkte nach dem Training dann noch reichen werden. Ja, was die Aktivitäten betrifft, haben wir dieses Mal nur 4 Tage Zeit, dann ein Presseinterview, dann eine Saisonpause und dann sind es nochmal gute 2 Wochen bis zum Grand Prix. Schauen wir also, was wir jetzt hier geschickterweise unterbringen werden. Ja, wir haben einige Möglichkeiten, was wieder unsere einzelnen Entwicklungsabteilungen betrifft. Und dann haben wir hier noch ein Reaktionstraining für George Russell, ein Sportzone-Event, was die Teamanerkennung nach oben treibt und noch hier einmal die Fahreranerkennung des zweiten Fahrers. Und ich möchte weiter auf dem Kurs bleiben, dass wir George Russell unterstützen. Einmal das Reaktionstraining, das macht auf jeden Fall Sinn. Und dann haben wir hier noch das Sponsoren-Event, die Konferenz, die uns weitere Teamanerkennung bringt, sodass wir irgendwann mal hoffentlich den 4. Nebensponsor dazu schalten können. Wir sind jetzt schon eine ganze Zeit lang so auf Level 15, 16 der Teamanerkennung. Das dauert sehr, sehr lang, bis man da doch dann irgendwann auf Level 20 ist. Wir sind hier im Hauptquartier unseres jüngsten F1-Teams und es gibt viel zu erzählen. Also fangen wir gleich an. Sie haben Ihr Team in eine vielversprechende Lage gebracht. Wie lange, glauben Sie, wird es dauern, bis Sie es mit den großen drei aufnehmen können? Finden Sie es besonders wichtig, Ihre Fahrer so gut auszubilden, wie es geht? Die Sponsoren reißen sich gerade darum, Ihren Namen auf Ihrem Boliden zu sehen. Wofür werden Sie dieses zusätzliche Einkommen verwenden? Ihr Team gehört zu den Führenden in der Konstruktionsmeisterschaft. Was ist Ihr Geheimnis? Wie konnten Sie so viele Punkte holen? Gibt es geplante Änderungen, damit Ihr Team aus dem Mittelfeld ausbrechen und um den Titel mitkämpfen kann? Es hat mich sehr gefreut, dass wir hier sein durften. Viel Glück auf der Strecke. So, wir haben gerade das Interview gehört. War jetzt nicht allzu spannend an der Stelle, würde ich mal behaupten. Wir haben jetzt auch nur noch 2 Tage Zeit bis zum nächsten Rennwochenende. Das heißt, wir können jetzt auch nur noch diese Aktivität hier machen. Den Teamaufbau im Triebwerk. Ja, besser als nichts, würde ich mal sagen. Leider haben wir noch keine 15 Millionen Dollar, um eine der Abteilungen abzugraden. Ich wollte hier mal das Ressourcenpunkt-Erzeugungsding hier mal machen bei dem einen oder anderen, bei der einen oder anderen Abteilung. Ich weiß noch nicht, bei welcher es als erstes Sinn macht, aber auf jeden Fall brauchen wir dafür 15 Millionen Dollar. Bis dahin müssen wir also noch ein bisschen ansparen und währenddessen sehen wir, dass Red Bull hinter McLaren zurückgefallen ist im Leistungsvergleich. Spannend. Bin ich mal gespannt, wie sich das oder ob sich das überhaupt auf der Strecke dann zeigen wird. Und von dem her würde ich sagen, wir springen jetzt dann nach Belgien. Schauen wir mal, wie gut wir in Spa performen können. Ja, und bevor wir dann gleich das Training starten werden, hier noch kurz die Info. Es ist noch ein bisschen knapper geworden, nachdem wir ja 2-mal ausgeschieden sind. Aber trotzdem sind wir deutlich vor Sebastian Vettel und jetzt steht hier 0 verbleibende Rennen. Und von daher gehe ich mal davon aus, dass wir den Rivalenkampf vor uns entscheiden konnten. Gut, was das betrifft also. Schauen wir mal, ob wir dann schon im Rahmen dieses Rennwochenendes einen neuen Rivalen auswählen müssen oder ob das dann irgendwie im nächsten Rennen passiert. Ja, wir haben das Training in der Eifel in Spa einigermaßen gut überstanden. Die Rundenzeiten haben soweit gepasst. Qualifying Session bzw. Qualifying Training hat auch ganz in Ordnung funktioniert. Und ich bin mal gespannt. Wir hatten ein bisschen wechselhafte Bedingungen im Training. Allerdings ist die Wettervorhersage für das Rennen trocken. Aber das weiß man in der Eifel unweit vom Nürburgring ja nie so ganz genau. Jetzt nutzen wir aber erstmal unsere Ressourcenpunkte, die wir dazu gewonnen haben. Und wo wir ja schon lange mal wieder angreifen wollten, ist hier in der Chassis-Abteilung. Hier hätten wir ein großes Upgrade, die wärmeableitenden Felgen. Aber hier oben
Die leichten Felgen, die geben noch einen größeren Sprung, scheinbar im Leistungsvergleich mit den anderen Fahrern. Deshalb würde ich das hier auf jeden Fall mal versuchen. Das müsste am 14. September dann in 2,5 Wochen ungefähr ankommen. 567 Punkte haben wir übrig, mit denen können wir leider nichts mehr machen, von daher springen wir ins Qualifying. Und damit sind wir jetzt hier in Belgien im Qualifying. Die erste Runde werden wir mal testweise mit den Medium-Reifen fahren und mal schauen, wie schnell wir damit sind. Vielleicht kommen wir dann ja sogar in Q2. Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir hier in Belgien wieder in alter Form sind und das würde bedeuten, dass wir das eigentlich schaffen müssten. Mal schauen. Und die erste Runde, Zeit eine 1:42,2. Mal schauen, wofür das reicht. Wahrscheinlich sollten wir mit den weichen Reifen dann rausfahren. Ja, es ist auf jeden Fall knapp, wenn man sich hier die Zeiten anschaut. Aber wenn Magnussen eine 1:42,2 schafft, dann schaffen das sicherlich noch ein paar andere da hinten auch. Von daher möchte ich jetzt nochmal einen sicheren Run auf den Softreifen fahren. Die Runde jetzt auf jeden Fall gut eine Sekunde schneller wahrscheinlich. Damit sollten wir auf jeden Fall in Q2 kommen. Schauen wir gleich, wo die Uhr stehen bleibt. Ja, es ist bei 18 geblieben, aber jetzt 41,3. Damit sind wir auf Platz 10 und damit relativ sicher in Q2. Ja, dabei ist es dann auch geblieben in Q1. Wir sind relativ zeitgleich mit George Russell unterwegs und uns fehlt eine gute Sekunde auf die Spitze. Aber ich bin mir sicher, es sind noch ein paar Zehntel drin. Und ich denke, es wird knapp, aber ich wünsche mir, dass wir das in Q3 schaffen und ich gehe auch davon aus, dass wir nochmal eine richtig gute Runde auspacken können. Dann sollte das doch irgendwie drin sein. Wer ist ausgefallen? Keine große Überraschung. Magnussen, Giovinazzi, Matsushita, De Vries, Giotto und Latifi. Wo bleibt die Uhr stehen? 1:41,3. Und wir gehen jetzt auch noch mit dem letzten frischen Satz weiche Reifen noch auf eine weitere Runde. Grund hierfür ist, wir sind auf Platz 10, on the edge sozusagen. Die erste Kurve nicht perfekt, aber ganz in Ordnung. Jetzt schauen wir mal. Wir sind nämlich wieder wie in Q1 schon auf Platz 10 und 11 mit unseren beiden Boliden. Und da kommen noch schnelle Leute von hinten, zum Beispiel Sainz. Wir sind quasi gleich schnell unterwegs wie in unserer vorigen Runde. Wir sind also am Limit angekommen. Kommen wir auf Platz 10? Das ist die Frage. Die letzte Kurve. Wir kommen gut raus. 1:41,2, damit sind wir Siebter. Und hoffentlich sicher in Q3. Wo kamen denn die anderen Zeiten nur plötzlich her? Unglaublich, wir sind nur noch 14. Und das, obwohl wir uns nochmal etwas verbessert hatten. Aber ihr seht, wie knapp hier die Fahrer beieinander sind. Und Quer beispielsweise mit einer Zauberrunde, auch Charles Leclerc mit dem schwachen Ferrari, unglaublich weit nach vorne gekommen. Ocon rausgeflogen, während Ricciardo auf Platz 3 fährt. Wahnsinn. Und Bottas, 15. Der startet hinter uns. Das liegt wahrscheinlich daran, dass es mit dem Medium-Reifen versucht hat und dann auch ein bisschen sich verpokert hat. Und George Russell, immerhin, er schafft es tatsächlich in Q3. Allerdings fehlen uns einfach auf Hamilton auch 1,5 Sekunden. Schade, aber viel schneller hätten wir es nicht geschafft. Von daher müssen wir morgen hoffen, dass wir in die Punkte kommen. Was würden Sie sagen, wer ist zurzeit Ihr größter Rivale? Okay, die Rivalenkämpfe werden immer noch kurioser. Wir können entweder jemanden von ganz hinten wählen oder jemanden von ganz vorne. Das kann ich in dem Moment überhaupt nicht nachvollziehen. Aber ganz ehrlich, wir werden die Mercedes nicht schlagen. Es wird vielleicht ein Rennen geben, wo wir eventuell besser sind, aber es sieht so aus, als ob wir nur eine ganz, ganz starke Anfangsphase hatten in der Saison und jetzt so ein bisschen zurückkommen ins Mittelfeld. Aber ja, ich glaube, ich werde entweder Matsushita oder Giotto wählen. Und ja, nachdem wir Giotto schon als unseren Teamkollegen kennen, würde ich sagen, treten wir hier mal gegen den Japaner, gegen Matsushita an und holen uns hoffentlich die sicheren Anerkennungspunkte in dem Fall. I caught feelings, I caught these feelings.
Ja, wir haben gerade die Startausstellung gesehen für den Grand Prix in Belgien und ja, was soll ich sagen? Hamilton und Verstappen haben die Chance heute, was gut zu machen in der Meisterschaft. Verstappen kann vielleicht wegziehen von Bottas. Der geht wirklich vom allerletzten Startplatz ins Rennen. Ob der heute in die Punkte fahren kann, ist fraglich. Und Hamilton hat einiges zum Aufholen. Also ich bin sehr gespannt, wie der Zieleinlauf dann später sein wird. Und wir haben zwei sehr starke McLaren auf Platz 3 und 4 im Qualifying. Russell geht von Platz 8 ins Rennen und wir unsererseits von Platz 13, weil Ricciardo mit Gridstart ja nur von 15 startet. Ich bin sehr gespannt. Wir werden wie immer unsere klassische Strategie versuchen, mit den Medium ins Rennen zu gehen und dann auf die Softs zu wechseln. Hier in Spa braucht man nur einen Stop, laut Berechnungen zumindest. Und mal schauen, ob wir damit vielleicht ein paar Plätze gut machen können. Wenn wir am Ende 8. oder 9. sind, würde ich sagen, ist das ein Erfolg. Wenn wir es gerade so in die Punkte schaffen oder um die Punkte kämpfen, dann ist das auch in Ordnung. Aber auf jeden Fall wollen wir nicht weiter zurückfallen, auch wenn von hinten Ricciardo, Bottas und Co. kommen. Ich bin sehr gespannt. Gehen wir so ins Rennen. Ja, zwei Sachen, die mir gerade während der Einführungsrunde aufgefallen sind. Zum einen, wir sind die einzigen mit Medium-Reifen. Das heißt, wir werden wieder eine antizyklische Strategie fahren. Ich bin gespannt, ob die hier heute aufgeht. Und zum anderen habe ich gesehen, dass unser Turbolader eine Abnutzung von 53% hat. Das ist natürlich nicht so gut. Ich hoffe, wir bekommen während dem Rennen keine Probleme und können dann nach dem Rennen problemlos wechseln. So, wir nehmen gleich unsere Startposition ein. Mitten im Feld geht's in den Grand Prix von Spa. Bunte Mischung hier, Alpha Tauri, Renault, Ferrari, alles um uns rum. Da vorne noch ein Racing Point. Schauen wir mal, ob wir gut loskommen. Los geht der Grand Prix von Belgien. Wir haben die Innenseite, ob das hier von Vorteil ist, wir wissen es nicht. Ja, ein bisschen verspäteter Wheelspin, kein guter Start, aber wir können hier nach innen vorbeigehen, weil die sich alle so in der Mitte der Straße einreihen. Und dann wird es ganz eng mit Gasly. Vettel kommt vor uns, aber wir sind vor Ocon gekommen und er kann jetzt hier nicht vorbei. Wir haben also quasi unseren Platz gehalten und können jetzt vielleicht mit ERS angreifen, nachdem die das scheinbar noch nicht so sehr in der Anfangsphase nutzen. Wir versuchen hier an Vettel vorbeizugehen, auf die Innenbahn. Und das sieht gut aus. Wenn auch sehr knapp, wir geben ihm viel Platz und kommen hier ein bisschen nach außen. Sind aber vorbei an Vettel. Kommen jetzt mit ERS ganz nah ran an Gasly. Können wir hier vorbei, wir gehen auf die Außenbahn. Er gibt uns wenig Platz. Wir verbremsen uns und müssen der Kollision mit Leclerc aus dem Weg gehen. Jetzt wird es hier richtig eng. Wir müssen auch Ocon und Vettel vorbeigehen lassen. Ocon daneben, Vettel durch die Eau Rouge. Das wird richtig eng und wir können vielleicht wieder angreifen. Sind jetzt richtig knapp zwischen Vettel und Ocon und können vielleicht an beiden vorbeikommen. Da verlieren wir fast das Auto, sind aber innen bei Ocon nebeneinander und wir sind wieder vorbei an beiden. Unglaublicher Zweikampf bzw. Dreikampf in den ersten beiden Runden in Spa. Wir können aktuell ganz gut mithalten mit dem Feld vor uns, beziehungsweise mit Gasly und Leclerc, und da wird es jetzt einen Positionstausch geben. Gasly ist vorbei an Leclerc und wir haben auch das fette Benzingemisch aktiviert, um hier vielleicht gleich vorbeikommen zu können, und das sieht gut aus. Und damit sind wir jetzt auf Platz 11, dank DRS, dank Gasly und dank Leclerc, denn der hat es nicht geschafft, im DRS-Fenster von dem vor ihm zu bleiben.
sind jetzt auch nah dran an Gasly. Hat er DRS? Ja, er hat es, aber wir kommen mit Überschuss, mit fettem Benzingemisch. Kommen wir auch an Pierre Gasly vorbei. Wir gehen innen durch. Unsere Pace aktuell ist sehr, sehr gut, für das, dass wir auf dem Medium-Reifen unterwegs sind. Wirklich toll, wir sind jetzt schon in den Punkten angekommen. Okay, you're in the top 10. Während Gasly da hinten mit Ocon im Zweikampf steckt, sind wir jetzt auch schon dran an Lance Stroll. Und wenn wir hier einen guten Ausgang bekommen, wir gehen gleich auf das Pferde-Benzin-Gemisch, können wir vielleicht auch hier schon den Angriff wagen. Wie gegen Gasly eine Runde vorher. Wir sind jetzt dran mit DRS. Stroll hat einen guten Motor, eine gute Topspeed. Das wird schwierig. Ja, ich glaube, das ist noch zu früh. Können wir hier vielleicht schon an anderer Stelle angreifen? Mit ERS außen an Stroll vorbei? Fragezeichen. Nein, noch nicht. Wenn ich es richtig gesehen habe, bekommt Stroll diese Runde kein DRS. Das heißt, jetzt ist unsere Chance da. Wir kommen noch gut aus Orange raus. Er hat kein DRS. Wir gehen nach innen und vorbei an Stroll. Super Pace von uns. Kommen jetzt hier schon wieder im guten Run auf Kwiat. Außen hin vielleicht. Und diesmal hat es geklappt, nicht so wie vorhin gegen, ich weiß nicht mehr, Ocon oder Leclerc. Leclerc glaube ich, nee, Ocon. Wir sind auf jeden Fall jetzt auf Platz 8, haben sogar die schnellste Rennrunde jetzt hingelegt und sind direkt hinter George Russell. Wir fliegen hier durchs Feld und das, obwohl wir die Medium-Reifen haben. Der Einzige, der es ein bisschen mithalten konnte, war Ocon. Der ist auch bald bei Kwiat dran. Nicht schlecht. Vorne hält so ein bisschen ein McLaren das Feld auf. Aber auch der Führende ist nicht super weit weg. Währenddessen scheidet Giotto aus. Ja, Giotto rollt einfach nur aus. Ist wohl ein technischer Defekt. Stellt sich hier an den Ausgang. Alles ungefährlich. Hier verbremsen wir uns. Das wird richtig knapp. Natürlich sind die Reifen jetzt auch schon ein bisschen abgenutzt, 27%. Wir haben noch nicht die Hälfte unseres Stints erreicht, aber wir schwimmen gerade sehr gut mit und es wird nur noch ein paar Runden dauern. Oh, das war richtig knapp gerade. Ach je, was ich gerade sagen wollte, es wird nur noch ein paar Runden dauern, bis es die ersten Boxenstops geben wird. Und da hinten kämpft Kwiat mit Ocon. Wir haben jetzt hier schon einen sehr guten Run auf Russell. Wird er uns hier vorbeigehen lassen? Ich hoffe es. Wir versuchen außen jetzt mal vorbeizugehen. Da haben wir ein bisschen Zeit verloren. Beim Kurvenausgang habe ich es vorbei an unserem Teamkollegen. Und das ist auch nicht schlecht für die Strategie, denn wenn die erstmal alle an der Box waren, dann werden die mit frischen Medium-Reifen einen Tick schneller fahren wahrscheinlich als wir. Und dann müssen wir nachher damit den Soft-Reifen wieder aufholen und umso mehr Überholmanöver machen. Umso besser ist es, wenn wir jetzt weiter vorkommen. Der nächste ist Perez. Und dann ist da vorne Verstappen, der hat 4 Plätze verloren. Der nächste im Bunde ist Perez. Und wir sind jetzt hier in Richtung Oru schon super nah an ihm dran. Er hat zwar auch dann DRS, aber wir können mit ERS und Überschuss kommen. DRS aktiv. Boah, es wird richtig eng. Wir gehen hier außen rum vorbei. Damit sind wir jetzt Sechster. Es ist wirklich unglaublich. Wir gehen hier durch den Verkehr wie Butter und haben die schlechteren Reifen eigentlich. Verstappen jetzt der Erste, der in die Box geht. Wir waren da ganz nah dran. Ich glaube, wir haben uns auch leicht berührt. Auch Sainz und Hamilton waren jetzt in der Box. Russell ist auch in die Box gekommen, damit sind wir jetzt Dritter. Bottas mittlerweile auf Platz 5. Der ist 7 Sekunden hinter Ocon. Und Ocon hat sich Russell geschnappt. Das heißt, Bottas ist auch langsam unterwegs in Richtung Punkte. Ich gehe davon aus, dass jetzt auch noch die übrigen Leute an die Box kommen werden. Bei Norris und Albon trifft es zu und damit haben wir jetzt die Führung übernommen. Nur Ocon bleibt noch draußen.
Und ja, Ocon, der ist richtig schnell unterwegs. Da muss man sagen, wir zwei sind so richtig die Gewinner des ersten Stints, würde ich mal behaupten. Und Bottas bleibt auch noch eine Runde draußen. Der holt auch ein bisschen auf uns auf. Der ist schon richtig schnell. So, jetzt sind alle noch übrig gebliebenen an der Box und damit ist jetzt wieder die ursprüngliche Reihenfolge hergestellt, außer dass wir ganz vorne rumkurven. Wir sind 12 Sekunden vor Hamilton und Sainz ist auch ganz nah an ihm dran, Ricciardo mittlerweile mit der schnellsten Runde mit frischen Medium-Reifen. Albon und Verstappen auf 4 und 5. Hamilton und Ricciardo sind mit Abstand die schnellsten aktuell und die holen auch alle so ein bisschen auf uns auf. Dadurch, dass sie die frischen Medium-Reifen haben und wir die abgefahrenen. Aber mal schauen, wo wir da in 7 Runden sein werden, wenn wir zu unserem Stop an die Box kommen. Auf jeden Fall denke ich, dass wir es bis dahin vor Hamilton und Co. halten können. Wenn wir nicht Scheiße bauen, wie jetzt gerade. Lance Stroll ist ausgeschieden. Was ist mit ihm passiert? Ja, auch Stroll scheidet mit einem technischen Defekt aus. Müssen wir hier aufpassen. Ja, mit Gasly und Leclerc wird es jetzt ziemlich eng, aber er stellt sich jetzt hier hin. Das ist nicht die beste Stelle, meiner Meinung nach, aber ich glaube, es gibt kein Safety Car. Schauen wir mal, ob wir jetzt auf den letzten 4-5 Runden mit dem abgefahrenen mittleren Reifen einigermaßen konstante Rundenzeiten hinkriegen. Das war eine 1,45,9. Wir sind 7,5 Sekunden vor Hamilton. Die nächste Rundenzeit eine 1,45,7. Nochmal einen Tick besser und 7,2 Sekunden vor Lewis Hamilton. Die nächste Runde nochmal besser, persönliche Bestzeit ins 45,5. Wir merken also, dass jetzt das Auto immer leichter wird. 1,45,4, nochmal minimal schneller, die Rundenzeiten sind konstant. Das ist sehr gut, das sollte passen und wir werden auf jeden Fall um einen guten Punkteplatz kämpfen, ist meine Vermutung. Ich weiß noch nicht, vielleicht schaffen wir es auf Platz 5. Oder ähnliches, vielleicht noch nicht direkt nach dem Boxenstopp, aber dann haben wir ja die frischen, weichen Reifen und können richtig pushen. Wer weiß, vielleicht ist sogar heute ein Podium drin. Wir haben jetzt aktuell auf jeden Fall eine Abnutzung vorne von 56%. Nächste Runde geht's an die Box. Und zum ersten Mal ein paar Zehntel langsamer diese Runde. Vielleicht ist jetzt wirklich der Zeitpunkt gekommen, wo die Reifen zu viel Gripverlust haben, als dass der Gewichtsverlust da irgendwie den Überhang hat, aber das passt ja vom Timing perfekt, denn wir werden ja diese Runde auf jeden Fall an die Box kommen. So, wir kommen jetzt diese Runde an die Box, Hamilton nur noch 4 Sekunden hinter uns. Ich bin super gespannt, wo wir rauskommen werden. Die Boxeneinfahrt hier nicht leicht zu nehmen. Pünktlich gebremst und jetzt geht es hier mit 80 durch die langsame Boxengasse. Es werden auf jeden Fall einige Leute an uns vorbeiziehen. Bin gespannt, wo wir rauskommen und wie gut der Stop von unseren Jungs sein wird. Fallen auch hinter Ocon auf jeden Fall zurück. 2 Sekunden, sehr guter Stop. Russell ist mittlerweile aus den Punkten rausgefallen und wir kommen wir hier vor den beiden raus. Nein, leider nicht. Hinter Ricciardo. Der ist auch ganz schön weit nach vorne gekommen, hat ja auch jetzt eine schnellste Runde nach der anderen gesetzt, aber wir kommen hier sehr gut direkt aus der Box raus und möchten eigentlich direkt den Angriff wagen. Schaffen wir das? Ich glaube, das war jetzt noch zu früh. Er muss erstmal an Perez vorbeikommen. Der macht zu. Ricciardo geht nach innen. Wir sind in Lauerstellung. Schafft es Ricciardo vorbei an Perez? Was ein Überholmanöver. Können wir hier vielleicht profitieren? Gehen nach innen. Perez kommt nicht gut raus, bremst spät, wir auch, und wir drücken uns irgendwie vorbei an Perez. Unser Ziel ist jetzt auf jeden Fall an Ricciardo vorbeizukommen. Unser Ausgang hier war jetzt aber nicht allzu gut, schaffen wir trotzdem den Angriff mit DRS, da er keins hat. Er ist sehr, sehr weit weg. Fragst du, wie viel Überschuss haben wir da? Na, in dieser Runde wird es noch nicht reichen. Nachdem wir jetzt die einzigen Aufweichenreifen sind, haben wir jetzt nicht mal die schnellste Runde gefahren. Ich wollte gerade sagen, sind wir die schnellsten, aber Ricciardos Runde war noch mal einen Tick schneller, der ist ja vor uns. Und wir kommen wieder schlecht hier aus Turn 1 raus und können ihn wieder nicht angreifen. Wir müssen jetzt aber das Potenzial unserer Reifen ausnutzen und deshalb
versuchen wir jetzt hier uns schon ganz nah ranzusaugen und vielleicht auf dieser langen Gegengeraden vorbeizugehen, den Berg hoch. Wir haben schon das fette Gemisch aktiviert. Hier wird es auf jeden Fall zu eng. Wir müssen nochmal vom Gas gehen. Aber jetzt vielleicht mit ERS. Setzen uns außen hin. Ricardo bremst ein bisschen später als wir. Bleibt vorne. Wir verlieren uns fast wieder, beziehungsweise das Auto am Kurvenausgang. Aber jetzt die nächste Chance. Wir müssen jetzt einfach mal die erste Kurve gut meistern. Das war deutlich besser als in den Folgenrunden. Wir sind auf jeden Fall näher dran und ich glaube, wir werden jetzt die Chance haben, an Ricardo vorbeizugehen. Und es wird keine Chance sein, sondern es wird ganz einfach werden. Wir sind ganz nah dran an Ricardo, gehen jetzt schon auf die Außenbahn mit DRS und sind vorbei an Ricardo. Purple im ersten Sektor, Purple im zweiten Sektor und hoffentlich auch Purple im dritten Sektor. Jawohl, beste Runde. 1:42:7. Wir sollten jetzt auf jeden Fall den Angriff auf Ocon versuchen, bevor der Reifenvorteil nachlässt. Wobei Ocon auch an sich super schnell unterwegs war. Das heißt, wir holen auch so ein bisschen auch an Verstappen und Norris da vorne. Die Frage ist, können wir Ocon überholen, bevor er selbst im DRS-Fenster von Verstappen ist? Und das müsste dann so langsam jetzt sein. Schaffen wir es hier? Ocon geht nach innen, wir gehen nach außen. Zu zweit hier in diese S-Kurve. Mit dem besseren Ende für uns. Wir haben Ocon hinter uns lassen können. Super Überholmanöver. Damit sind wir jetzt auf Platz 6. Und wenn alles glatt läuft, werden wir heute wertvolle Punkte mitnehmen. Bekommen wir jetzt auch noch die Chance, vielleicht an Verstappen vorbeizugehen. Und was man vorhin auf der Minimap kurz erkennen konnte, Hamilton scheint nicht mehr zu führen. Tatsächlich hat Sainz ihn überholt und führt das Rennen an. Unglaublich. Und wir werden jetzt einen Run auf Verstappen haben. Setzen uns gleich hier außen hin. Da geht der Platz fast aus. Kommen wir auch an Norris vorbei, der verteidigt innen gegen Verstappen. Ein Doppelüberholmanöver. Unglaublich. Und damit sind wir auf Platz 4. Es scheint so, als wären wir jetzt sicher vor Norris und Verstappen. Hinten kommen nur noch Ocon und Ricardo. Die versuchen auch noch an Verstappen vorbeizugehen. Und wir sind 1,5 Sekunden hinter Albon. Ich denke, es reicht aus, da hinzukommen. Die Frage ist, kommen wir vorbei? Ocon mittlerweile vorbei an Verstappen. Und das ist wirklich ein super enttäuschendes Rennen für den Holländer dann. Und was 2 ins Rennen gegangen, alle Chancen, die Lücke zu Bottas aufreißen zu lassen. Und jetzt kommt er wahrscheinlich so 1-2 Plätze vor Bottas ins Ziel. Sehr, sehr traurig für ihn. Und wir haben immer noch die Chance auf ein Podium. Aktuell hält Albon dieses inne. Albon mit einem Quersteher hier raus und währenddessen ist Norris auch wieder 1,5 Sekunden dran geblieben. Der ist also echt auch noch schnell unterwegs. Ocon hat irgendwie Plätze verloren. Hat er irgendwie einen Defekt? Wir wissen es nicht. Und wir gehen währenddessen vorbei an Albon und übernehmen jetzt das Podium. Wahnsinn. Was für ein Rennen. Ich dachte ursprünglich, dass uns Norris und Ocon noch ein bisschen gefährlich werden, weil Ocon hat Norris ganz schön vor sich hergetrieben. Andersrum. Nein, doch. Ocon hat Norris vor sich hergetrieben, so rum. Und dann war Ocon urplötzlich weg vom Fenster. Der ist irgendwie, weiß ich nicht, ob der nochmal in die Box ist. Vielleicht hat er sich irgendwie einen Schaden eingefahren bei einer Überrundung. Und da hinten ist jetzt mittlerweile Norris an Albon vorbeigegangen. Starkes Rennen von McLaren. Und wir müssen noch 1,5 Runden unseren dritten Platz verteidigen. Das dürfte fast die letzte Chance sein, für Norris zu überholen, und er schafft es nicht. Ocon jetzt mit der schnellsten Runde, der war dann wohl wirklich noch an der Box. Norris ist zwar unter einer Sekunde dran und hat jetzt nochmal eine richtig gute Schlussphase, aber er wird keine Möglichkeit mehr haben, an uns vorbeizukommen. Und damit haben wir ein grandioses Rennen gesehen mit Carlos Sainz als Sieger. Und wir fahren unglaublicherweise ein Podium ein von Platz 14.
Klasse. Top job, my friend, top job. I was a bit worried about this one at the start of the weekend, but you've pulled through. Thank you. Kommen wir abschließend zur Analyse des Rennens. Ja, es war wirklich toll. Also für uns, das Rennen hätte nicht besser laufen können. Am Ende ein völlig verdienter dritter Platz. Schade, dass es im Qualifying nicht geklappt hatte. Sonst hätten wir heute vielleicht sogar einen Sieg mitfahren können, nachdem Lewis Hamilton im Rennen nicht so ganz die Pace gezeigt hat. Und am Ende ein Sieg für McLaren. Das ist auch ziemlich cool, muss ich sagen. Also das freut mich für Carlos Sainz und für das ganze Team. Allerdings freut es mich nicht für die Konstrukteurs-WM, da McLaren hier in diesem Rennen eindeutig auf uns aufholt. Gut, trotzdem, dritter Platz, wirklich tolles Ergebnis. Am Ende schnappt uns Ocon noch die beste Runde weg, weil er dann doch noch ein zweites Mal an die Box gegangen ist. Warum auch immer, der hätte eigentlich einen super, super sechsten Platz gehabt. Vielleicht sogar wäre er an Albon noch vorbeigekommen. Also Ocon auch in klasse Rennen gefahren und Ricciardo ebenfalls. Also die Renault gingen heute so richtig schnell. Und von 15 auf die 6 vorgefahren. Und was richtig traurig ist, ist die Leistung von Verstappen. Wie vorhin im Rennen schon angedeutet, jetzt ist er nur einen Platz vor Bottas ins Ziel gekommen. Bottas betreibt also riesen Schadensbegrenzung hier, obwohl er vom letzten Platz gestartet ist. Wirklich unglaublich, was der hier gezeigt hat. Ich denke, seine schnellste Runde war auch 4 Zehntel schneller als die von Hamilton. Also Bottas wieder richtig schnell unterwegs. Und nur Hamilton kommt eben ein bisschen näher. Aber Verstappen kann sich nicht wirklich von Bottas absetzen nach diesem Ergebnis. Beide Alpha Tauri leider ohne Punkte, obwohl die ein gutes Qualifying hatten und George Russell. Was soll ich dazu sagen? Ich weiß nicht, was heute das Problem war. Am Ende ist er nur 13. geworden. Es ist sehr, sehr schade, dass wir nicht beide Autos in die Punkte gebracht haben. Schauen wir jetzt noch die Rangliste kurz an. Wir kommen vorbei an Ricciardo wieder, nachdem wir heute wirklich eine starke Leistung gezeigt haben. Sind auch immer noch nah dran an Hamilton. Und Verstappen und Bottas sind gar nicht allzu weit weg. Das heißt, ich würde sagen, alle bis Ricciardo haben da noch Chancen auf die WM, auf den Titel. Und mal schauen, wie das Ganze so weitergeht. Schauen wir abschließend noch die Konstrukteursrangliste an. Da tut sich nichts, außer dass McLaren eben ein Stück näher an uns rangekommen ist. In dem Sinne hoffe ich, dass wir jetzt wieder auf einen guten Zug aufgesprungen sind und den auch in den nächsten Rennen weiterfahren können. Dieses Rennen hat auf jeden Fall super Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch beim Zuschauen. Wir haben wenig Fehler gemacht und am Ende wirklich ein tolles Ergebnis. Ich hoffe, das geht so weiter. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. So ihr Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch bitte den Daumen nach oben da, abonniert den Channel und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut bis dahin. Ciao und Servus.